Meine Damen und Herren, herzlich willkommen zurück zu Craft Attack. Ihr Kommentator, man könnte sagen, frisch gerupfte Hühnchen, das bin ich. Ich komme gerade aus der Dusche. Ja, Informatiker duschen auch manchmal. Gamer auch, habe ich mir sagen lassen. Heute baue ich ein bisschen hier an meiner Hütte weiter und es soll unter anderem nochmal nicht zu sehr in die Tiefe, aber zumindest ein kleines bisschen tatsächlich um Varo Nummer 4 gehen, was Warnung, wenn ihr noch nicht so alles mitbekommen habt, was gestern so abging, dann schaut vielleicht besser mal nach. Ich war so abgelaufen, parallel dazu werde ich übrigens unten weiterbauen, ist irgendwie logisch. Wie ist Varo so für mich eigentlich abgelaufen? Nun, ich muss sagen, ich habe dieses Mal, glaube ich, so wenig mitbekommen wie überhaupt, weil ich meine, vor Varo, es war hier ganz ehrlich sagen, ich habe tatsächlich erst 10 Minuten vor der eigentlichen Varo-Aufnahme bin ich nach Hause was das Texture Pack sein muss, was im Texture Pack drin sein darf, was weiß ich, du darfst nicht mit Shadern aufnehmen, du darfst keine anderen Mods haben, also das ist alles sehr, sehr streng geregelt, was natürlich auch absolut Sinn ergibt, weil sonst könnte man cheaten, was weiß ich, wenn man jetzt irgendwelche Texturen verändern würde, gut, inzwischen funktioniert das nicht mehr, dass man deswegen sich X-Ray-Packs machen würde, das würde man auch im Video sehen, aber dennoch, also, es ist nicht ohne weiteres einfach so machbar und, ja, deswegen ist das halt alles geregelt und ich habe mich erst 10 Minuten davor mit beschäftigt. Also ich habe dieses Mal mich nicht wirklich so krass auf Varo vorbereitet. War auch eigentlich mal ursprünglich ja geplant, dass ich zusammen mit Klüm tatsächlich in Varo teamen werde. Allerdings wurde er, so wie zum Beispiel auch Zinus, der ja glaube ich auch als Teilnehmer vorgeschlagen wurde, nicht angenommen. Was ich bis heute nicht verstehen kann, aber okay, ich leite das Projekt nicht, also man kann sich natürlich darüber aufregen. Ich habe mich auch ziemlich aufgeregt, um ehrlich zu sein. Aber irgendwo ist es halt letztlich die Entscheidung des Projektleiters und der ist nun mal GLP. Also gut. Und dann gab es halt einige Leute, auch neben mir noch, die halt auch keinen Teampartner hatten, unter anderem Cookie. Und irgendwie nervt mich der Shader gerade. Ich weiß auch nicht. Irgendwie feiere ich den gerade nicht so wie sonst. Ich kann ja nicht sagen, warum. Auf jeden Fall hatten wir beide keinen Partner und da wir uns schon mal irgendwo hin und wieder mal gesprochen hatten, also haben uns auch mal auf der Gamescom getroffen, haben es noch nicht so viel miteinander gemacht, aber uns war beiden klar, dass wir wahrscheinlich miteinander klarkommen werden, so, und dann haben wir gesagt, alles klar, dann lass uns doch teamen, das war eine richtig spontane Entscheidung, auch der Teamname und alles wurde ja auf Twitter erst entschieden, aber mein Hut vor Cookie, es hat viel Spaß gemacht mit ihm, die 3 Minuten. Muss man ja ehrlich sagen, denn wir hatten das Pech, in Let's Fill und Banks reinzulaufen. Es ist einfach blöd gelaufen. Man könnte jetzt, wenn man das analysieren würde, würde man wahrscheinlich irgendwann sagen, hey, das ist zwar eigentlich deine Schuld, Skate, weil du hast die Route vorgegeben und du wusstest, dass die in diese Richtung sind. Ja, aber ich hatte so Angst vor den anderen Leuten und ich hatte die zunächst nicht gesehen. Tatsächlich habe ich mir Banks Videos angeguckt und man hat wirklich, also nur durch letzten Zufall haben die überhaupt uns gesehen, weil die so ganz knapp ich über einen Baum gesprungen bin, wo dann Banks rechts war. Also in dem Moment, wo ich Banks gesehen habe, hat er auch mich gesehen. Sonst wären wir den auch niemals in die Arme gelaufen. Da hätten wir uns demnächst irgendwo verpisst und dann wäre gut gewesen. Also ja, das war einfach ein großer Pechtag, könnte man sagen, für uns. Und ja, deswegen sind wir dann halt nach so kurzer Zeit rausgeflogen. Man hätte jetzt auch sagen können, gut hätte der Holzschwerter gehabt. Also eine Minute später wäre das eventuell anders ausgegangen. Wobei, da muss man auch fairerweise sagen, 2 PvP-Kanäle, Cookie und ich. Ich glaube nicht mal, wenn wir Steinschwerter gehabt hätten, wäre die Geschichte anders ausgegangen. Aber okay, also auf jeden Fall, wir sind jetzt halt hier rausgeflogen. Die Folge ging eigentlich noch viel länger, muss man noch dazu sagen, weil ich habe irgendwie nie Inksex, ne? Wir gehen jetzt nochmal Inksex farmen. Die Folge ging eigentlich noch viel länger, weil wir dann noch gelabert haben, um auf die 15 Minuten zu kommen und so weiter. Aber die Geschichte ist ja noch nicht zu Ende so. Die geht ja noch viel, viel lustiger weiter. Und zwar, Cookie hat das Video einen Tag zu früh veröffentlicht. Das haben Gott sei Dank nur irgendwie 2000 Leute gesehen, aber er hat zu früh die Folge Varo hochgeladen, was natürlich
für einen riesen Aufsehen gesorgt hat. Also jedenfalls Varo intern. Ich habe das nicht wirklich mitbekommen, weil eine uralte Regel von Varo ist, wenn du raus bist, kriegst du auch keine Updates mehr. Da, ich könnte also euch jetzt nicht erzählen, wer alles in der Zwischenzeit, ich habe keine Ahnung. Aber ich meine, so wie Leute auch öffentlich Cookie angeschrieben haben, so hey, nimm die Folge offline, meine Güte und alles. Klar, einen Tag zu früh und alles gespoilert, insbesondere den Tod von Stege gespoilert, der ja für ganz, ganz viel Aufsehen gesorgt hat. Und jetzt sagt nicht, was, Stege ist tot? Ich habe euch am Anfang der Folge gewarnt, dass ich spoilern werde. Also, selbst schuld, würde ich mal behaupten. Nee, also, das war schon alles ein ziemliches Drama. Und es war aber irgendwie auch saulustig. Deswegen habe ich meine Folge auch nur so kurz gemacht übrigens. Ich weiß, dass man Folgen lang genug machen sollte, damit sie nicht spoilern. Danke. Wir haben auch extra was dafür aufgenommen. Aber nachdem das dann schon gespoilert war und... Ne? Ich finde es übrigens lustig, dass Spoilern, dieses Wort, ne? Das ist ja Englisch für verdorben. Ne? Das trifft es so gut. Aber ich denke, vielen ist die wahre Bedeutung von Spoil to Spoil eigentlich gar nicht bewusst. Habe ich rausgefunden, als ich zum ersten Mal Ark gespielt habe. Ja, ja. Spoiled Meat und sowas. Wenn du nicht auf deine Scheiße da aufpasst, ey. Ark ist auch sowas, ey. Wow, da kannst du auch irgendwie so wie Landschaftssimulator. Kannst du dein Leben mit verbringen mit dem Spiel. Wie Minecraft eigentlich, ne? Ja, aber darum soll es heute nicht gehen. Ja, das ist so ein bisschen, was in der Zwischenzeit geschehen ist. Jetzt möchte ich mal so ein bisschen noch berichten, wie ich trotz allem, auch wenn ich mich wenig nur vorbereitet habe und auch wenn wir nach wenigen Minuten schon rausgeflogen sind, wie ich das alles so erlebt habe. Ich muss sagen, dass dieses Jahr Varo für mich, also erstmal war es was, ich wollte Varo nicht absagen. Ich fange am besten so an. Ich wollte Varo auf jeden Fall nicht absagen, nicht wegen der großen Promo. Ich habe heute 200 Abonnenten durch Varo gemacht. Herzlichen Glückwunsch, das ist einfach nichts. Nee, sondern einfach, weil es einfach, das ist ein Event, das ist gehypt, da hat man Bock drauf, Mann. Das ist wie Craft Attack. Das ist einfach, ja, das hat Kultstatus. Da würde ich echt sau ungern nur absagen, ja. Wir haben jetzt fast einen Stack Insex, das sollte ja wohl reichen. Jetzt hätte ich übrigens mein Schwergwerk geworfen, wenn ich nicht die Settings umgesetzt hätte, das siehst du mal wieder. Ich wollte es unbedingt mitmachen, aber ich habe ja aktuell echt sau viele Projekte. Also die nächsten Tage sollten eigentlich jeden Tag und kam ja auch schon die letzten Tage, bis auf eine Ausnahme, 4 Videos am Tag. Ich habe so viel Zeug und es wird im Dezember auch noch mehr. Ich hätte zeitlich echt ein Problem gehabt mit Varo. Also das klingt jetzt böse, aber es hätte mir nicht besser in den Kram passen können als... Wow, krass, dass ich noch Elytra an habe. Es hätte mir nicht besser in den Kram passen können als jetzt, dass ich rausgeflogen bin. Das ist sad irgendwie, das so zu behaupten, aber es haben auch tatsächlich einige Leute, das fand ich ganz unterhaltsam, unter den Kommentaren geschrieben, ja, Skate, jetzt hast du endlich mal Zeit für andere Projekte. Ist die traurige Wahrheit. Es ist ein Luxus und auf den bin ich verdammt froh auch, dass ich sagen kann, yo, juckt mich nicht, dass ich aus Varo rausgeflogen bin, ich habe meine eigenen Projekte. Ja, das zu behaupten, das ist wirklich einiges wert. Deswegen danke euch als meine Community, dass ihr nicht nur die Großprojekte von mir schaut, sondern insbesondere zum Beispiel auch sowas wie Skyblock oder Craft Attack, wo wir ja auch eine relativ geschlossene Community sind. Das ist schon, dennoch hätte ich natürlich gerne auch, also ich hätte Varo auch so, also es ist jetzt nichts gegen Varo, ich hätte es natürlich weiter auch gemacht und alles. Das müssen wir uns nicht drüber unterhalten, das ist logisch. Klar, aber ich bin kein PvP-Kanal, also es ist nicht mein Lebensinhalt, dass ich da drin bin, ja. Wollte ich einfach nochmal so gesagt haben. Ja, das ist so die eine Sache. Ich baue übrigens tatsächlich, wer sich wundert, was ich gerade mache, tatsächlich die Gläser auch aus schwarzem Glas, weil ich glaube, dass das einfach nur saugeil aussehen wird. Schwarzes Glas, die dunklen Farben und ein roter Teppich, Alter. Muah, saugeil, okay. Hier bauen wir jetzt die Säulen und alles fertig und dann wird das auch gleich schon das Glas eingesetzt. Das habe ich mir für diese Folge im Hintergrund gedacht, wer sich gerade wundert, was Gameplay-technisch hier so abgeht. Das war dann so für mich also die Varo-Aufnahme. Ich war auch dementsprechend, muss ich irgendwie sagen, dieses Jahr überhaupt nicht so zittrig am Anfang so. Natürlich hast du immer so einen Adrenalin-Klick, aber die letzten 2 Jahre war ich wirklich, also das hat mich schon behindert. So wie ein bisschen wie Stegi in seiner Folge. Da hat man das auch schön gesehen, wie er tatsächlich von seinem eigenen Adrenalin dran gehindert wurde, vernünftig craften zu können zum Beispiel. Das kann man nur zu Teilen nachverfolgen, glaube ich, wenn man dieses eine Cobblestone oben nervt mich, wenn man nicht selbst mal teilgenommen hat so oder irgendwas Ähnliches mal gemacht hat. Aber es ist tatsächlich so, du hast so einen abnormalen Adrenalin-Push auch in Kämpfen und sowas.
du verhältst dich teilweise einfach nicht zurechnungsfähig. So. Und das hatte ich dieses Mal kaum. Ich habe mich trotzdem nicht zurechnungsfähig verhalten, indem ich in die falsche Richtung gelaufen bin, einverstanden. Aber das hatte ich dieses Mal viel weniger. Ich weiß nicht, mit was es tatsächlich zusammenhängt. Ich habe es halt einfach nur bemerkt, deswegen sage ich es hier noch dazu. Jetzt vielleicht mal ein paar Kommentare, was sonst noch so abgegangen ist. Also zunächst muss man wirklich sagen, wird langsam die Szene ein bisschen erwachsen oder was ist hier los? Es ist zur ersten Aufnahme, das hat GLP sogar auf Twitter gepostet, weil er es so überraschend fand, niemand zu spät gekommen. Und das ist, ich möchte mal sagen, ungewöhnlich. Weil wenn du mit YouTubern aufnimmst, kannst du dir eigentlich um eine Sache 100% sicher sein, und zwar, dass definitiv jemand zu spät kommen wird. Mehrere eigentlich so. Also, das ist halt wirklich, wow, das ist beeindruckend. Da muss man auch mal den Hut ziehen. Und auch ansonsten hat eigentlich alles gut funktioniert. Also, dieses Mal waren die Leute auch nicht so schlachtfähig so am Anfang. Die sind so arg draufgegangen. Es sind ja kaum Leute gestorben. Bei Varro 3 war irgendwie ein Drittel des Projekts schon raus, bevor es überhaupt richtig angefangen hat. Das war dieses Mal nicht der Fall. Ja, das ist so die Sache. Bei anderen Leuten, ja gut, natürlich alle betrauern den Tod von Stegi, ich natürlich auch. Wie könnte man auch anders? Das ist auch einfach meine Güte, ey. Also wenn es Folgen gab, auf die ich mehr sicher, wenn wirklich auch gestern die Zeit genommen und seine Folge Fullscreen und alles, das war einfach mal wieder, filmreif. Anders kann man das nicht sagen, ne? Ach ja, das war schon eine traurige Angelegenheit so. Ich baue jetzt übrigens tatsächlich die Säule hier rein, obwohl ich nicht mal sicher weiß, wie der Berg sich hier verhalten wird. Aber ich nehme mal an, ich baue das irgendwie so hin, dass das hier so halbwegs reinpasst. Ja, er ist gestorben durch den Creeper. Das hat eine gewisse Ironie. Ich kann nicht sagen, dass ich es nicht auch irgendwie auf eine gewisse Art und Weise sehr, sehr lustig finde. Varro 1, Tod im Nether. Varro 2, Falle und Tod im Nether. Varro 3, Falle und Tod im Nether. Varro 4, Tod durch Creeper. Es ist so ein bisschen, vielleicht, ich erinnere mich da immer so ein bisschen an, von der Referenz her an, Herr der Ringe. Letztes Schlachtfeld hier, Minas Tirith. Der schwarze Reiter. Kein Mann kann mich töten. Ich bin keine Mann, ich bin eine Frau. Ne? Vielleicht kennt ihr die Referenz. So ist es bei Stegi auch. Es vermag einfach, es ist niemand in der Lage, es hat, weißt du, auch wenn er indirekt natürlich durch Fallen durch andere gestorben ist, klar, aber bis jetzt hat noch niemand in einer Varro-Staffel, und das will schon was heißen, weil Varro ist halt echt ein altes Projekt, es hat noch niemand es vermocht, Stegi in einen direkten Zweikampf zu töten. Und das liegt jetzt nicht dran, dass es noch keinen direkten Zweikampf gegeben hätte, sondern weil es Stegi einfach immer schafft, bevor eventuell so eine Situation kommen würde, durch sich selbst zu sterben. Eigentlich könnte man sagen, tatsächlich, Stegis größter Feind ist er selbst. Und das hat schon irgendwie eine gewisse Ironie. Ich finde es einfach saulustig so. Seine Folge kann ich absolute Cook-Empfehlung, so gut. Auch die Sachen aus Indien, die er da noch dazu gibt. Ich ziehe meinen Hut vor Stegi, Alter. Er hat einfach mal wieder bewiesen, dass er jedes Mal noch in der Lage ist, eins draufzusetzen, so. Und das ist schon ziemlich geil. Ich weiß nicht, ob ich das mal hier erzählt habe. Ich habe ja zwei Autogrammkarten tatsächlich an meiner Wand hängen hier. Eine ist von Mr. Moregame, weil ich halt seine Videos immer sehr geschillt fand und alles. Inzwischen gucke ich gar keine Let's Plays mehr, deswegen kann ich das nicht beurteilen. Und die andere ist tatsächlich von Stegi. Das sind so die einzigen Let's Player in der deutschen Szene, wo ich sagen würde, wegen deren Gameplay-Videos oder deren Gameplay-Videos finde ich interessant. Sonst gucke ich gar keine Let's Plays auf, sagen wir mal, regelmäßiger Basis. Ja, ist ja ganz lustig, das mal dazu zu sagen. Ich meine, er guckt das Video ja eh nicht, deswegen macht es ja auch gar keinen Unterschied. Genau, so viel dazu. Was kann ich sonst noch so empfehlen? Ich meine, ich bin jetzt raus, ich sollte euch irgendwie empfehlen, so irgendwo weiter zu gucken. Ich weiß von einer Gruppe, wie weit sie gerade sind. Deswegen kann ich da nichts zu sagen. Ich kann aber natürlich ein paar Empfehlungen aussprechen. So. Wen solltet ihr unbedingt angucken? Wo lohnt sich's? Jetzt kommt erstmal eine Empfehlung, wo die ersten wahrscheinlich überrascht sein werden. Und zwar finde ich tatsächlich Concrafter und sein Teammate Crancrafter sehenswert. Und das ist irgendwie lustig, dass ich Ende 2016 Concrafter Zuschauern empfehle. Irgendwie, das ist so, ja klar. So. Aber ja,
die haben ja so eine Art Challenge draus gemacht. Ich habe mich schon gewundert, warum postet der Koordinaten in den Chat? Ja, das war eine Challenge. Das ist so, also als ich das gesehen habe, habe ich so ein bisschen, ihr kennt vielleicht diesen Spruch, you'll shit bricks, so, du wirst Ziegelsteine scheißen. Genau das habe ich getan, so, nicht sein Ernst. Das waren echte Koordinaten, weil jeder hat das gesehen. Wahrscheinlich jeder hat sich auch gewundert in seinem Let's Play. Und dann erst viel später ist aufgedeckt worden, ja klar, das waren das echte Koordinaten. Wenn ich du wäre, haben die gespielt. Und das ich glaube, das wird noch sehr, sehr cool, weil ich glaube, also man kann auch von seinen Videos halten, was man will, aber ich glaube, das kann dir gut. Also das wird unterhaltsam. Deswegen scheiß drauf, ob man was mit der Person zu tun hat oder auch nicht. Das kann ich auf jeden Fall empfehlen. Das wird sicher lustig. Ich habe übrigens, Fun Fact, wir haben mit Concrafter auch ein Projekt gemacht. Das hieß Trau im Insel und ich weiß noch genau, wir hatten beide 8000 Abonnenten. Einen Monat später hatte er, glaube ich, schon 10.000 und ich hatte immer noch 8000. Aber ich hatte auch schon 2 Monate vorher 8000. Ich war damals groß, bin aber nicht gewachsen. Das waren noch Zeiten. Da haben wir zusammen so eine Skyblock-Map gespielt, ich weiß noch. Genau, und er ist halt übelst durch die Decke gegangen. Ich glaube, das war auch ungefähr die Zeit, wo dann die ersten Plagiatsvorwürfe aufkamen, wo ja auch immer in der Vergangenheit, ich frag die Leute selbst, wenn ihr was wissen wollt, aber ich meine, das ist auch teilweise echt öffentlich durch die Decke gegangen, so hey, das ist geklaut von englischen YouTubern und bla und sowieso. Das hält sich ja immer noch. Ich habe keine Ahnung, was da dran ist. Ich bin nicht hier, um andere Leute zu verurteilen, sondern um euch coole Videos zu empfehlen. Und deswegen kann ich das schon mal empfehlen. Ich hätte Stegi sowieso, klar, aber ne? Sicherlich werden wir in den nächsten Tagen noch irgendwas davon sehen, denke ich jetzt einfach mal. Aber da ist halt nicht mehr so viel übrig, was jetzt noch Videos machen könnte, sage ich mal. Ich finde es saulustig, dass Holly einen Kill hat. Ich glaube, der hat ja MC Expert getötet, wenn ich mich nicht irre. Das finde ich deswegen so lustig, weil Holly halt echt auch kein PvP-Spieler ist. So. Und er ist eigentlich auch gar kein Minecraft-Spieler. Also außer er hat in den letzten Jahren Sachen hochgeladen, von denen ich nichts weiß. Ich muss dazu sagen, ich kenne Holly schon seit... Weiß ich nicht. 2011 oder noch länger. Liegt daran, dass wir damals vom selben Netzwerk gepartnert wurden. Und er hatte damals Horror-Gameplays und so Stuff gemacht. So PewDiePie ein bisschen, glaube ich, in die Richtung. Und alle haben gesagt, Alter, der hat übelst Potenzial. Warum wächst der nicht? Warum geht er nicht durch die Decke? Und es hat dann gebraucht, bis er so auf die Minecraft-Community gestoßen ist. Bis bei ihm richtig es abgegangen ist. Glaube ich. Frag mich nicht, Alter. Das ist auch schon wieder Jahre her. Und ich bin da, um euch Videos zu empfehlen. Nicht, um über die Geschichte von YouTubern zu mutmaßen. Das ist so viel Zeit, es liegt dazwischen. Ich kann das auch gar nicht wirklich sagen. Wieso mache ich das hier eigentlich? Ja, deswegen, also da ist halt auch nichts mehr übrig, was man gucken könnte. Ich kann euch natürlich ungeschränkt so meine Kollegen empfehlen, sage ich mal. Also bei Weiß reinzuschauen, bei Basti reinzuschauen. Ich denke, das wird auf jeden Fall spannend werden, was wir da noch sehen werden. Wer macht noch wirklich aufwendige Videos? Veni ist natürlich immer so ein Kandidat, wenn es noch darum geht. Aber muss auch ganz ehrlich sagen, ich hab gestern ein Video gesehen und vielleicht kann ich damit auch aufhören, weil das sowas Offenes ist. Und zwar, es gibt inzwischen viele Varo-News-Kanäle, da müssen wir uns nicht drüber unterhalten. Es gibt auch, also ich sag mal, 99,8% kann man schon bald behaupten. Davon ist einfach nur scheiß Clickbait, Kacke und einfach nur ne? Aber es gibt halt den einen Kanal, der damals begonnen hat, könnte man sagen. Der Varo-News-Kanal halt. Und der hat gestern Abend ein Video hochgeladen, wo er nicht nur verkündet hat, dass er das nicht mehr weiterführen will, sondern auch nochmal richtig so ein, ja, abgerechnet hat, könnte man sagen. Und ich weiß nicht, was ich davon halten soll, so öffentlich in dieser Position abzurechnen. Deswegen verurteile ich oder beurteile ich das jetzt nicht. Ich fand es aber ganz spannend, was er kritisiert hat. Und zwar hat er unter anderem kritisiert, dass während früher Varo einfach noch spontan auf die Fresse war, ja, inzwischen ist sehr viel mit Farmen und sich zurückhalten und möglichst viele Folgen produzieren, weil das die Klicks hochtreibt, zu tun hat. Und ob man jetzt mit dieser Aussage sympathisiert oder nicht, kann man es nicht leugnen, dass tatsächlich viele Dinge, die man halt so in den letzten Jahren in Varo jetzt gesehen hat, erst wieder jetzt dieses Jahr schon zutreffen zu dieser Aussage. Allein schon die Tatsache, dass zum Beispiel jetzt in der ersten Folge so wenig Kämpfe passiert sind,
hat vielleicht auch damit zu tun, dass dann mehr Leute rausgeflogen sind. Ich weiß es nicht. Wenn es darum geht, ob Leute etwas für Klicks machen oder nichts, dann ist man ganz schnell wieder dabei zu verurteilen. Und wie gesagt, das möchte ich hier nicht. Deswegen halte ich mich da auch raus. Ich finde es nur interessant, wenn der bekannteste Varo-News-Kanal so ein Statement macht. Er ist dann auch noch gegen manche YouTuber vorgegangen. Ich war amüsiert, kann ich schon mal sagen. Weil ich finde sowas immer spannend, aber das müsst ihr euch selber ansehen. Ich glaube auch, das Video wird nicht lange oben bleiben. Es wird garantiert gestrikt werden. Einfach nur vielleicht so als zum further reading. Man sollte nicht alles für bare Münze nehmen, nur weil es jemand behauptet. Deswegen sollte man sich seine eigene Meinung bilden. Aber ich denke, es ist auch noch ein interessantes Video, was man sich angucken kann. Tja, und das war's dann mit Varo 4. Also, ich muss unterm Strich sagen, Varo ist halt Varo und Varo kann eben genauso schnell, wie es anfängt, auch vorbei sein. Ich für meinen Teil muss leider sagen, dass ich dieses Mal nicht lange dabei gewesen bin. Aber das ist ja auch nicht schlimm. Varo 5 wird irgendwann kommen. Vielleicht bin ich wieder eingeladen, vielleicht auch nicht. Keine Ahnung. Ja, ich freue mich darauf. Ich werde auch wieder hin und wieder reingucken, nur weil ich jetzt selbst nicht mehr dabei bin, heißt es nicht. Also ich freue mich auf die coolen Folgen von manchen Leuten. Egal, von wem sie angeprangert wurden, werden oder ob sie jetzt Dreck im Stecken haben oder nicht. Denn das ist echt momentan so ein Kernthema, wo sich echt jeder beeft so. Wer ist ein Arsch und wer nicht? Und wer macht das nur für die Klicks und wer nicht? Wer belügt seine Zuschauer und wer nicht? Das ist so YouTube Deutschland 2016. Unterm Strich freue ich mich trotzdem auf coole und kreative Videos. Und ich hoffe sogar, dass mein in nur 20 Minuten zusammengecuttetes 4-Minuten-Varo-Video irgendwie unter diese Rubrik fällt. Denn unterm Strich sind wir eigentlich genau deswegen auf dieser Plattform. Ursprünglich. Alles klar, meine Damen und Herren. Ich sage Dankeschön fürs Zusehen. Das war mein abschließendes Statement zu Varo 4. Ohne mich, aber wir werden es überleben. Schade oder tut mir leid an alle, die an mich geglaubt haben. Ich habe selbst nicht an mich geglaubt. Hat wahrscheinlich auch sonst niemand. Aber es tut mir echt leid um Stegi, Alter. Das ist echt. Puh. Ich hätte mich auf mehr als einen Blockbuster gefreut, aber nun gut, wenigstens die erste Folge war ziemlich cool. Das ist auch so geil, wie alle im Chat ausgerastet sind. So zu unseren Toten sagt keiner was, aber dann Stegi und alle so: Nein, oh mein Gott. Das sehen einfach alle Varo-Teilnehmer gleich. Alles klar, das war mein kurzes Wrap-up von Varo 4. Wir sehen uns morgen wieder, dann mit einem etwas anderen Craft-Attack-Video. Und ansonsten mit 4 Videos täglich aktuell. Ich muss verrückt sein, aber Adventskalender geht einen Monat und Watchtag geht auch einen Monat. Also das hält sich auch in Grenzen. Macht's gut, Leute. Ciao.